Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder in Berlin bei der Firma KKS Performance. Nee, ist falsch, in Brandenburg. Immer noch Brandenburg. Und zwar, tief in der Nacht geht's immer wieder weiter. Wie immer. Flo macht schon ABS-Sensor hier. Das vierte Mal oder so. Sven ist heute auch am Start. Und Chris hat auch so richtig Bock, ne? Ich sehe richtig gut aus, wa? Genau unsere Uhrzeit hier, ne? Ist top. Gerade erholt, schon wieder. Ja. Vorhin hast du ja noch eine andere Baustelle hier am Wochenende, ne? Ist ja wieder Event. Ja. TTT, halbe Meile. Ja. Einmal wieder angreifen. Muss. Da sind Rekorde zu schlagen. Oh, jetzt wird hier hochgestapelt. Ja. Ach nee, Quatsch. Ja, nee, Ben will mit Supra nochmal angreifen, ne? Ja, und jetzt haben wir nochmal ein paar Veränderungen gemacht. Fahrwerk. Auspuff jetzt aus Haube, weil Auto jetzt 3 cm tiefer. 3 cm tiefer? Mhm. Und der Auspuff hat jetzt geschliffen. Ach krass. Und jetzt hat er ein bisschen Angst gehabt, dass er damit einen Auspuff aufsetzt. Deswegen haben wir jetzt gesagt, also Exit. Langsam der echte Race-Mode hier, ne? Mhm. Mit der Straight-Pipe. Und Felgen haben wir gewechselt, ne? Mhm. Jetzt endlich. Muss ich tatsächlich ehrlich gesagt sagen, sieht gar nicht so scheiße aus, ne? Ich find's auch geil. Hätte ich gar nicht gedacht. Mit der Ultraleggera auch der Supra, weil das ist ja eine Felge, die sieht man da nicht so oft drauf, ne? Gibt's doch gar nicht. Ja. Ist ja eine Porsche-Felge jetzt. Gibt ja was anderes. Wir wollten hinten 12x. Soll ich dir sagen, Flo, was ich mir überlegt habe? Ja. Nicht, dass doch Ultraleggera auf dem Barren auch drauf muss hier. Na, wo ich das hier gesehen habe, weiß ich, wäre eine Felge, die würde ich niemals auf dem Goldbarren machen, aber irgendwie sieht sie hier schon wieder geil aus, auf so einem Japan-Ding. Was seid ihr bisher hier beim letzten Event an Leistung gefahren mit der Supra? 1,6. Ja, echt schon, war schon fünfte Gang so weit aufgedreht, dass das schon in die Richtung geht. Genau, wir mussten es kompensieren, quasi seine Schaltübergänge, wo er was verliert. Ging es halt nur mit Dampf, aber auch erst halt oben raus. Ich habe ansteigenden Ladedruck gemacht. Ja. Aber ansteigend heißt auf Drehzahl oder ansteigend auf Geschwindigkeit? Nee, auf Drehzahl. Okay. Aber ja, mit den 295er Schlappen war jetzt nicht so viel möglich. Jetzt haben wir wieder 325er drauf. Ja, und vorhin gab es hier, ich werde mal gleich ein Bild einblenden, hier gab es nochmal eine schnelle Achsmessung. Schneller, ja. Wie es halt so kurz vorm Event ist. Ja, ja, nee, aber eigentlich geht es hier um Arbeit. Zurück von PS Days, wieder in Berlin. Die letzten Sachen machen, damit es endlich aufs Track geht. Habe ich zwar schon etliche Male gesagt, aber man findet halt doch immer noch mal wieder Kleinigkeiten, bis es endlich losgehen kann. Ne? Ja, da ist auch immer viel Zeit, ne? Mhm. Das ist ja, und du musst ja auch vernünftig dann fahren. Nicht, dass du da fährst und dann erstmal das halbe Auto verlierst. Gut, auch viele Baustellen, das kommt noch dazu. Ja, das kommt noch dazu, ja. So, was heißt, was machen wir heute? ABS-Sensoren waren ein Problem und keine Bremse. Mhm. Dementsprechend wollten wir jetzt mal die Bremse fertigstellen. Ja, sind wir dabei. Das war mit keine Bremse war übrigens extrem geil, weil ich habe mir ganz normal gedacht, ach, Messegelände, kannst du ja mal eine kleine Runde fahren. Ach, das ja. Hatte auch erst nicht dran gedacht, dass das Ding keine Bremse mehr hat. Bin aus der Halle rausgefahren, zieh dann die Handbremse, nachdem du so 2-3 Mal ins Leere getreten hast. Aber in so einer rutschigen Messerhalle funktioniert die Handbremse selbst die nicht. Ne? Also die, glaub, ja. Die ganze Halle war leer, war jetzt nicht gefährlich, aber war trotzdem witzig. Mhm. Aber ich muss wirklich sagen, fährt krass. Hätte ich nicht gedacht. Also ja, nur ja. Mal zweite Gang so ein bisschen. Ich blende hier mal ein Video ein. Ja, ohne Bremse. Macht das richtig Spaß hier. Luftig. Aber ich kann es nicht sein lassen. Ich muss leider auf der Strecke hier einmal ins zweiten anpulen. Ich hoffe, dass hier alles gut fliegt. Wollen wir mal. Ich hoffe, das ist nicht mal Leistung hier. Nur mal ein bisschen anpulen lassen. Und wow, geht dann schon saftig nach vorne. War zu erwarten bei der kleinen Stunde hier. Abartig könnte man quasi sagen, ne? Nein, ich hoffe nicht. Spritpumpe wollten wir ja auch nochmal tauschen, ne? Stimmt, die auch noch, ja. Mhm. So, dann Thema Kurbelgehäuse in Lüftung gucken wir uns gleich an. Genau. Und dann Thema N75 bzw. Druckdose. Gucken, was da für eine Feder drin ist. Genau, Oberkammer, Unterkammer. Dann müssen wir uns noch angucken, Haubenschein hier vorne. Da habe ich schon was für vorbereitet. Ah. Ja, da ist aktuell keins dran. Pass auf, ich würde sagen, wir fangen mal mit der Druckdose an.
Und los. Das Objekt der Begierde. Minimum-Ladedruck waren ja 1,2 Bar. Genau. Keine Ahnung warum, aber ich denke mal, hier wird eine relativ harte Feder drin sein. Ich habe die gerade schon mal ausgebaut und habe das schon mal so grob losgemacht. Also du müsstest eigentlich mit der Hand tatsächlich es schon können. Ja, doch, wenn so ein bisschen zusammendrückt. Ich weiß nicht, wie viel Bums da jetzt noch so drauf ist, aber... So, auf jeden Fall die Feder, die da drin ist, die gibt immer den Grunddruck vor, weil man einfach immer... oder wollen wir sie einmal abdrücken, wo sie aufgeht? Das wäre eigentlich noch schlauer, ne? Das wäre auch gut, ja. Schon mal langsam. So, also alle, die das noch nie gesehen haben, hier ist eine Feder drin. Von oben kommt Druck drauf. Das heißt, die Stange fährt aus und macht quasi die Klappe im Turbolader auf, dass die Abgase an den Turbolader vorbei können und somit der Ladedruck geregelt wird. Damit diese Feder überhaupt erst aufgehen kann, muss natürlich der Grunddruck erstmal überwunden werden. Das heißt, es gibt einen gewissen Druck, den man hier drauf machen muss, damit diese Feder aufgeht. So, da dieser Druck aber in dem System erst vorhanden ist, wenn der Ladedruck auf diesen Wert geht, ist das immer der sogenannte Dosendruck. Das heißt, wenn hier eine 1 Bar Feder drin ist, brauchen wir logischerweise im System 1 Bar, um das System überhaupt erst aufzumachen. Jetzt bewegt sie sich 0. Jetzt seht ihr, die Dose kommt hoch. Wie sind das? Ja, so 0,9 ungefähr. Ja, das passt ja ganz gut, ne? Also mit der Vorspannung. Hm. Wir konnten so 1,1, 1,2 machen. Genau. Das heißt, da wird die Klappe dann auf jeden Fall ganz aufgehen. Ja. Wir würden jetzt einfach das Leichteste reinmachen, was geht, oder was würdest du empfehlen? Also erstmal gucken, was jetzt drin ist. Da sind meistens verschiedene Federn drin. Müssen wir mal in die Tabelle gucken, was es wirklich ist. Genau. Und dann notfalls alle rausschmeißen, sodass die Schwächste drin bleibt. Dann können wir dann ein bisschen über Vorspannung einstellen. Okay. Wollen wir mal aufmachen, gucken was drin ist. Warum machen wir das Ganze eigentlich? Weil wir wollen halt gerade in den unteren Gängen weniger als 1,2 Bar fahren können. Weil 1,2 Bar war ja schon 200, boah, ich weiß schon mehr gar nicht mehr, aber waren 200 PPS schon, ne? Muss ich jetzt aber nochmal nachgucken. Waren so um die 200 PS und da wollen wir natürlich lieber weniger. So. Da seht ihr die besagten Federn. Sollte wieder ein 3-Bar-Projekt werden. Zwei Federn drin, ne? Immerhin nur zwei. Das kann ich erstmal zerlegen. So, ich hole schon mal in der Zwischenzeit meine Tabelle raus. Also, hier haben wir jetzt eine wunderschöne Tabelle. Lesen. So. Die kleinste Feder, die es tatsächlich gibt, wäre 0,2 Bar. Das ist dann nur eine innere in Brown Black. Nope. So. Ich würde sagen, die innere haben wir gerade gar nicht drin, ne? Ne. Sondern eine äußere in irgendwas mit Pink? Pink, Braun. Braun-Pink kann ich anbieten. Genau. Und Braun-Lila. So, und innen ist eine Braun-Lila. Hier. Das heißt, wir haben 7 PSI Middle und 7 PSI Outer. Und die beiden zusammen macht... Oh krass, guck mal hier. So, jetzt kann man hier in die Tabelle reingucken. Ich kann euch das gerade nur so grob zeigen. Wir haben jetzt die Feder und die Feder. Das heißt, die beiden zusammen. Und da sagt er... So, und dann sagt er tatsächlich, 14 PSI sind 0,965 Bar. Passt schon. Und das passt krass auffallend, ne? Ja. So, das heißt, was können wir jetzt mit den beiden Federn machen? Wir können jetzt eine erstmal weglassen, dann haben wir 7 PSI, ne? Wenn wir jetzt nur die äußere machen würden. Tja. Warte mal, ich habe noch Federn mit. Okay, da haben wir es. So, wenn das eine 7er ist, dann ist das. Hier habe ich noch eine, hier habe ich noch eine 7. Und eine 5. Du hast genau die gleiche Idee, ne? Das ist ein bisschen kleiner, ne? Okay, das ist die kleine. Das ist jetzt, glaube ich, die ganz kleine, die passt da auch noch mal rein. Also das war schon wieder eher das Paket, um es noch mehr vorzuspannen. 0,35 Bar ist das jetzt hier. Schon ein bisschen wenig, oder?
Ja, gut wäre irgendwas so Richtung 0,5, würde ich sagen. Wobei, das ist jetzt ja die wenigste, die kleinste, die wir machen können, ne? Mhm. Also wenn wir zum Beispiel die mit der Zimmer machen, schon wieder zu viel, ne? Sind schon wieder 0,8. Oder wir machen halt hammerhart einfach mal die alleine. 7 PSI sind ja 0,5 ungefähr. Vielleicht haben wir Glück. Auch wenn sie da jetzt nicht so drin steht, weißt du? Das würde ich mal als erstes testen. Also einfach die hier rausnehmen. Und die rein. Am Ende ist ja eh noch die Frage, ob der Druck sich überhaupt so weit runterregeln lässt, ne? Das ist doch nicht so. Kann halt immer passieren, dass die Klappe zwar aufsteht, aber die Klappe dann zu klein ist und der Abgasstrom trotzdem durch den Turbolader geht. Mhm. Und Ladung wäre okay. Dann wäre es aber immerhin so, dass im mittleren Bereich wenigstens der Druck erstmal runtergeht, ne? Ja, der Peak fällt weg, ne? Ja. Sahara-Tricks von Chris hier. Er schiebt die Stange vorgespannt durch und klemmt es dann ein, sodass ihm das Ding gleich voll in der Fresse fliegt. Ich bin nochmal weg. Das darf man nicht unterschätzen, bei der Dose ging es jetzt noch. Ah. Aber so die eine oder andere Dose, die man so aufflext, ganz vorsichtig, da kommt schon immer gut Bums hinter. Steht da sogar mal drauf. Do not open. So, wir schließen Wetten ab. Was soll jetzt rauskommen? 7 PSI. 7 PSI müssten so 0,45 sein, also. Das wird man auf der Kamera nicht erkennen können. Öffnen tut sie bei ungefähr 0,5. So, lassen wir so. So, und jetzt haben wir am Ende nämlich noch unseren großen Vorteil. Mit dieser Dose, das haben normale Druckdosen nicht. Und wir können diesen Anschluss auch noch anmachen. Und können die Feder nochmal mit Ladedruck wieder zudrücken. Genau. Also jetzt gerade drückt die Feder ja nach da und zieht quasi die Stange nach hier. Und wenn wir jetzt hier Druck drauf machen, unterstützen wir nochmal die Feder. Genau. So, das heißt, quasi hier Druck drauf geben, um die Stange rauszufahren und hier Druck drauf geben, um die Stange festzuziehen. Genau. Also unterm Strich eigentlich, wenn wir da jetzt Druck drauf machen, packen wir jetzt quasi noch mal ein paar Federn rein. Ja, ja. Einfach gesagt. Und meinst du, das reicht dann wieder für 2,2? Dass wir jetzt nicht eine zu weiche Feder haben? Was sehen wir denn? Versuch mal klug, ne? Sonst müssen wir halt noch mal aus dem Nachschrauben. Das ist halt leider immer so. Wobei 2,2 war auch echt schon zornig, ne? Also ich bin nicht böse drum, wenn wir es nicht schaffen. Ich dachte 3. Nee, das reicht auf alle Fälle. Für das, was du davor hast mit dem Auto. Passt halt, ne? Auf alle Fälle, ja. Wir wollen ja nicht gleich wieder schrauben. Schon wieder soweit. Tief in der Nacht. Wie immer. Ach, dieser Porsche sieht aber immer geil aus im Hintergrund. Schockverliebt, wa? Ja, für mich ist das auch eins der schönsten Modelle so. Ja. 97 Facelift. Ja, zurück zu unter jeder hier. Dose ist wieder drin. Entlüftung ist auch ready. Machen wir schnell ohne Video gemacht, war nichts Wildes. Dash 10, der oben von, ich stehe genau im Licht. Da ein kleiner Adapter. Hier der Radiontank. Der hat nämlich auch so einen Schnorchel hier, dass man immer gucken kann, wie viel da drin ist. Zack. Und falls doch aus dem Tank nochmal wieder was rauskommen sollte, eine Leitung nach unten. Ich denke mal, Dash 10 sollte auf jeden Fall für dieses Fahrzeug so reichen, ne? Auf alle Fälle, ja. So, an der Bremse haben wir auch ein bisschen weiter gemacht, auch erfolglos. Ist wieder so ein bisschen so ein erfolgloser Tag. Da hinten drin, seht ihr das? Brauchst du Licht? Nö. Da, seht ihr, die Kreisläufe, die ja original immer diagonal sind, also vorne links mit hinten rechts und andersrum.
zusammengelegt auf vorne und hinten, sonst macht ja unsere ganze Waagebalken hier hinten gar keinen Sinn. Jetzt müssen wir die hier noch verbinden, von da nach da, aber da hat sich AP Racing natürlich gedacht, hier kommt ein Spezialadapter oben rein, den wir natürlich zur Sekunde nicht haben. Das heißt, das, was wir euch eigentlich zeigen wollten, können wir euch auch nicht zeigen, weil wir wollten tatsächlich mal den Bremsdruck ein bisschen verstellen und gucken und messen. So, weil über diese Welle da drin können wir jetzt ja da hinten, sieht man so ein ganz bisschen, den Bremsdruck einstellen. So war der Plan. So war der Plan. Und dann kam AP Racing und hat gesagt, wir machen heute mal, nicht. Machen wir einen Dash-3-Gewinne da oben rein, ne? Genau, ja. Ja, schönes englische Gewinne wieder. ABS-Sensor ist tatsächlich auch ein niegelnagelneuer. Kaputt. Ja. Können wir auch nicht weitermachen. Aber immerhin haben wir festgestellt, dass der kaputt ist. Ja. Also läuft wieder wie immer. Und die drei anderen funktionieren. Alles bestens, um 2 Uhr nachts. Ja. So, pass auf, jetzt ein letzter Punkt. Ja. Hier ist original ein Blechscharnier drin, also einfach nur ein Bügel, ja. Der natürlich jetzt gerade an der Blechhaube ist. Hm. Und den kriegen wir an der Blechhaube auch nicht so einfach raus. Und deswegen... Doch, Blechhaube ranbauen. Haben wir was vorbereitet. Mario ist mal wieder was gebogen hier. So, und diesen hier können wir jetzt hier so reinfriemeln. Ich habe die Haube da schon so ein bisschen ausgespart. So. So. Passend dazu noch Bleche. Und diese Bleche müssen wir da jetzt so anpunkten, dass wir danach das, also dieses Teil mit dem Blechlein dann nur hinterschieben und irgendwie verschrauben, vernieten, wie auch immer. Okay. Bist du mutig? Ja, geht ja nicht anders. Also ich dachte extra relativ große Platte nehmen, ja. Die da relativ groß hinterliegt, selbst wenn sie irgendwo hier so ist. Ja. Wir müssen natürlich dabei immer noch bedenken, dass das Ganze danach auch noch reingehen muss, durch dieses Loch da irgendwie. Und so weiter. Ja. Okay. Andere Variante wäre natürlich, man kann es natürlich jetzt auch von außen drauf einfach irgendwie machen, so großflächig. Als eine große Platte, ne? Ich fand es aber dahinter, weil die Haube will ja auf, irgendwie cooler. Auf alle Fälle, ja. Wir können ja mal als allererstes das da reindrücken und mal gucken, wie wir eigentlich so von der Höhe sind. Mhm. Wenn jetzt die Haube zu muss, mal gucken, ob die drauf liegt. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass das Gestänge da rein muss. Liegt drauf, ja, ne? Okay. Fehlt ein guter halber Zenti. Also ich habe es eigentlich ausgemessen an dem Originalen, wie es rausguckt. Ja. Das heißt, eigentlich müsste es so sein, dass es in der Haube genau drin ist. Noch schraubbar und einstellbar. Hm. Panzertape. Nee, einstellbar muss ja nicht unbedingt. Pass auf, ich würde vorschlagen, wir machen folgendes. So, damit diese Platte hier einigermaßen cool aufliegen soll, muss die Platte ja eh drunter. Hm. Also hier zwischen, ne? So. Das heißt, wir können dieses Ding eigentlich da von hinten ranpumpen. Natürlich müssen wir die Platte ein bisschen kleiner flexen, die sehen jetzt auch gerade noch zu gut aus. Ja, vor allem hier so eine, ja. In der Form, dass hier hinter ist. Dass wir da vielleicht noch zwei Schrauben setzen können. Ja. Oder Nieten. So, und hier genauso. Pass auf, ich würde sagen, wir zeichnen mal kurz auf den Blechen an. Flexen die kurz klein. Halten das da mal rein und entweder wir haben mit 2 Punkten Glück oder haben kein Glück. Thank you.
Jawohl. Guck dir das an. Wie jetzt, wenn es dafür gemacht wird. Chris, zeig her das Werk. Ein Traum. Du grinst schon so. Das ist ein Traum. Ich finde sie gar nicht so schlecht aus. Sieht auf jeden Fall massiv aus. Was hat das Ding so? Das ist ein bisschen warm. Ja, das macht bei meinen Fingern nichts. Ja, 200 Gramm werden es sein. Auf alle Fälle, ja. Also, das könnten wir noch mindestens auf die Hälfte verringern. Ja, aber alles besser, als wenn die Haube hier auf der Frontscheibe knallt. Jawohl. Die Leute werden jetzt bestimmt denken, wir haben das 8-mal rein und raus gerade gemacht. 10-mal. 20. Nee, aber es hat tatsächlich gut so funktioniert, ne? Ja. Ja, okay. Geil. Das sieht doch schon mal. Hast du gut ausgemessen, Probe? Vor allem. Doch. Schon fest, ja. Wir kommen ja hier hinter. Hier kommen wir gut hinter. Ich würde sagen, wir bohren einfach hier mal durch. Wir machen da mal eine Schraube. Und vielleicht eine weitere Schraube. So, dass wir mal zwei Schrauben hinkriegen, weißt du? Dass wir es irgendwie so ein bisschen fest haben. Ja, man wundert sich immer, wie hart dann doch so das Carbon ist, ne? Mhm. Soll ich ein paar Titanschrauben holen? Und los. Alter. Guckt erstmal rein. Da könnte noch weiter. Also zum Kippen oben. Keil muss. Ja, das geht eigentlich. Das geht schon, ne? Also entweder muss das Schloss, glaube ich, höher, dass er überhaupt erst reinkommt. Bitte schön. Jetzt dazu. Ja. Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall zu für Spitzerwerk. Ja, okay. Also unser provisorisches Schloss ist auf jeden Fall schon mal erfolgreich. Muss jetzt natürlich noch ein bisschen verschönert werden. Noch ein paar Schrauben rein. Das Ganze noch vernünftig einstellen. Hier auf jeden Fall mal ein bisschen Fett drin. Und dann haben wir das. Ab ins Bett, ne? Abfahrt. Nicht ganz so viel geschafft wie gehofft. Aber naja, immerhin wir es geschafft. Immerhin ein bisschen was. Weiter geht's. Stück ne? für Stück, ja. Gute Nacht, vielen Dank. Und bis zum nächsten Video. Und wir ballern jetzt noch nach Hannover, ne? Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.